Oh, so, das reicht. Voll die Romantik zerstört. Schlucht. Da weißt du ja schon, wo wir als nächstes dann unsere Höhlentour machen. Ah, da hinten sind Kürbisse. Die suchen wir, die sammeln wir jetzt nochmal ein. Damit wir uns auch schöne Felder anlegen können. Mit Kürbissen und vielleicht auch Melonen. Aber Melonensamen sind immer so schwer zu finden. Das Witzige ist, ich bin gerade genau bei den Minecraft-Folgen, wo er auf der Suche nach Melonensamen ist. Ja, ich habe schon 400 Minecraft-Folgen geschafft, Alter. Ich habe in den letzten zwei Wochen, glaube ich, über 150 Minecraft-Folgen geschaut. Ich habe nichts zu tun. Diese Woche will ich auf jeden Fall ein bisschen mehr mal was für die Schule machen. Sind so noch ein paar Schweinchen. Ach komm, die schlachten wir jetzt. Fleisch kann man ja immer gebrauchen. Auch wenn wir später sicherlich uns aus Weizen immer Brot machen werden, weil das am chilligsten ist. Jetzt geht die Framerate gerade übelst runter. Und ich weiß nicht warum. Alter. Oh, zack. Jetzt geht sie gerade wieder hoch. Zack. Fleisch, komm her. Bist du köstlich? Boah, da. Boah, mein Laptop ist übelst heiß. Ich hoffe, das hört auf zu ruckeln. Ich freue mich so schön, wenn ich MX vs. ATV spiele. Das wird ein Spaß. Oh, ein Kakaoschaf. Wenn ich das Schwein mal treffen würde. Kakao-Schafi. Ich sollte nicht so niedlich reden. Ich weiß ganz genau, welche Person das da draußen gefällt, die hoffentlich das jetzt Black guckt. Ich glaube schon. Also dieser Birkenwald nimmt auch kein Ende, habe ich so das Gefühl. Schön, ich würde gerne hier mal drüber fliegen. Alter. Ich glaube, die Framerate mag ich gerade nicht. Komm, ich gehe mal aus dem Spiel raus. Ich hoffe, dann beruhigt sie sich. Bitte, Framerate. Ich tue dir nichts. Ach, Menno, ey. Ah, die Musik ist schön. Ist von Journey. Platsch. Spannende Kamerafahrten. Oh, da vorne, das sieht cool aus. Dieses Steingebilde. Er hat schon was. Das hier schön als Thumbnail nehmen. So Screenshot gemacht. Hoffentlich merke ich mir das auch, dass ich davon Screenshot gemacht habe. Ist schon cool. Hat schon was. Mit dieser Musik. Passt das noch viel besser dazu? Da hinten geht die Sonne auf. Im Firmament. Zack. Wir betrachten den Sonnenaufgang. Oh, so, das reicht. Voll die Romantik zerstört.
So, zack, zack. Was ich mir jetzt angewöhnen werde, vielleicht werden da ein paar Leute mehr auf meinen Kanal aufmerksam, aua, ist ein paar Kommentare unter Videos zu schreiben. Das wurde auch öfters mal als Tipp gesagt irgendwo, wie man vielleicht mehr Zuschauer erreicht. Einfach Kommentare unter Videos schreiben. Was sind das denn für Blumen? Ah, die will ich einsammeln. Die sehen toll aus. Platsch. Habe ich gestern schon mal angefangen unter der Forest-Folge. Das Kommentar hat mittlerweile schon über 35 Likes. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur geschrieben, dass ich es cool finde, wenn Erik so über seine Erlebnisse in Amerika erzählt. Das finde ich echt interessant. Oh. Da brennt erstmal der Sumpf ab. Auch gut. Brennender Sumpf. Oh nein. Es artet schon wieder aus. Ja, ist wunderschön. Komm, wir retten mal den Baum. Wir erlösen ihn. Na, ja, wir eh noch Holz brauchen. Kann man das ruhig mitnehmen. Boah, die Musik ist geil. Naruto OST. Ich weiß gar nicht, was OST heißt. Original Soundtrack. Nein. Original Sound. Ah, zum Glück haben wir uns noch eine Axt gemacht. Gut. Oh, das haben wir schon. Nee, aber das andere Thema, was ich noch reden wollte, was ich durch Zufall gefunden habe, weil ich habe Eriks Facebook-Seite ein bisschen durchscrollt. Auf der Pinnwand, da posten immer mal Leute so ein paar Links, und habe ich noch einen Link zu einem Interview aus der LA Times gefunden, was ich auch auf meinem Facebook-Kanal verlinkt habe, also falls jemand sich den mal durchlesen will. Ist echt interessant, und eine interessante Sache, die da drin stand, da habe ich mir so gedacht, aha. Bei solchen Artikeln erfährt man doch manchmal mehr. Das war der Fakt, dass da irgendwie stand, ja, hier, die fahren dann wieder zurück, gönnen sich so eine kleine Pause. Und dann werden sie, in Fall, also im Herbst, nach Nepal reisen und dort so eine Backpacker-Tour mit dem Zug machen. Habe ich erst mal gedacht, so, what the fuck? Aber echt nicht schlecht, also wenn sie das wirklich vorhaben, und ich denke jetzt mal schon. Dann, da ist Schnee. Dann könnte das eine recht interessante Reise werden, was die beiden da vorhaben, also. Bin ich mal gespannt drauf, wann sie das anteasern und so weiter. Oh, Frames, bitte. Lass das erstmal laufen, vielleicht kriegt sie es ja noch ein. Und hier sieht es echt schön aus, mal wieder. Ich muss sagen, die Gegenden gefallen mir hier echt gut. Auch wenn ich keinen Plan habe, wo wir sind. Boah, Framerate. Please. Decay. Please, Framerate. Das ist Kohle. Aber Kohle haben wir mittlerweile, glaube ich, genug. Aua, boah. Mein Laptop ist übelst heiß. Ja. Entschwimmen wir mal hier hoch. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe überhaupt Schnee liegt. Auf Bergen. Ich habe keinen Plan. Sieht schon geil aus. Ja, kämpf dich durch das Wasser. Nope. Aha, oh, hier sieht's übelst kahl aus. Huch. Wir sind zu schnell mit der Maus bewegt.
Ist ja interessant. So, ein paar Schäfchen abernten hier. Ich hoffe, wir finden auch wieder zurück. Upp, upp. Sieht überhaupt nicht kahl aus oder so. Kahl aus. Schäfchen, kommt her, meine kleinen wolligen Buschelviecher. Viecher. Viecher. Aber auf jeden Fall, dass mir der Backpacker tut, als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, okay. Interessant. Die sollen nach Japan. Ich will, dass sie nach Japan geht. Bitte. Please. Aber das könnte echt schon sehr interessant werden. Bin ich mal gespannt drauf. Noch auf so manche Dinge. Boah, ich liebe diese Musik. Die passt doch gerade voll dazu. Ich liebe dieses Lied. So ein Spiel wird ja... Ich würde ja auch gerne die Naruto-Spiele. Naruto Ultimate Ninja Let's Play. Aber das geht halt schlecht. Und der PS2-Emulator läuft auf meinem Laptop nicht flüssig. Ah, oh, das sieht auch wieder gut aus. Einfach mal ein paar Screenshots machen. Ja, 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 Schafe. Geht mir nicht auf den Keks. Wir haben schon ein paar schöne Landschaften hier. Wo bin ich jetzt? Ich sehe meinen Punkt gar nicht mehr, oder? Bin ich jetzt blind? Ich glaube, ich bin blind. Bildschirm. Spinn ich rum. Hat dort früh schon rumgesponnen. Als ich mir Laptop angemacht habe, ist mein zweiter Bildschirm nicht mit angegangen. Naja. Frag mich eigentlich, warum ich so viel Wolle sammle. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie, das ist so ein Drang, den man hat. Wir bauen uns einen Wolkenpalazzo. Hingedenken. Ich habe den Wolkenpalazzo so geliebt. Und dann reißt er den einfach mutwillig ab. Wie kann er nur? Ich habe überlegt, mal so ein Adventure-Map zu spielen, aber ganz ehrlich. Ich und Adventure-Maps. Was habe ich eigentlich von Zwecks für ein... huch, das wollte ich gar nicht. von Zwecks für eine Version von dem Texture-Pack. Optionen, Ressourcen. 1,7 irgendwas. Mach mir so warm. Oh, bitte nicht. Nein, keine Rückmeldung. Okay, doch. Zeigt da der Kompass wenigstens was an? Ja, er zeigt was an. In die Richtung geht's wieder zurück. Gut, das war mir klar. Das Texture Pack, ich mag das zwar auch, aber irgendwie. Das von Honeyball gefällt mir dann doch besser. Das nehme ich auch wieder. Ich würde eigentlich nur gucken, in welche Richtung es jetzt zurückgeht, weil ich habe keinen Plan mehr, wo ich bin. So. Lade dich schön. So. Du kannst weitergehen. Schnipp. Schnapp. Wolle ab. Die Gegend ist echt schon cool. Gelle Schweini. Da stimmst du mir doch zu, genau. Und du auch. Dramatische Musik. Na. Pferdis. Ich weiß jetzt, wie ich euch tame, aber ich habe leider kein Weizen mit. Aber Pferde werden wir uns sicherlich auch noch zulegen. Nehmen sie noch Kürbisse. Wir nehmen uns noch ein bisschen Holz mit. Damit wir wieder ein bisschen was auf Vorrat haben. Ich hätte eigentlich gehofft, wir finden ein Dorf oder so. Oder irgendwas.
Spannendes. Außer jetzt schönen Landschaften. Die Sonne geht bald wieder unter. Und die Framerate auch. Oh nein, Hundis. Ach Mann, wieso habe ich keine Knochen mitgenommen? Ich wollte noch welche mitnehmen, aber ich hab's vergessen. Ich bin so schlecht. Tut mir leid, meine kleinen Hundis. Tut mir leid, Schnäufelchen. Oh, ich fange schon an. Eigentlich bin ich ja nicht so der Hundefreund. Boah, das sieht cool aus. Die einsame Prärie. Ist echt wunderschön. Vor allem mit der Musik, das passt richtig gut zusammen. Aber ich muss mal sagen, was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich wieder vergessen. Ach Mann, ey. Ich hab's wirklich vergessen. Ah, ich bin wieder schlau wie sonst was. Schwimmt den Wasserfall hoch. Ich habe echt vergessen, was ich sagen wollte. Ich wäre nur dezent. Naja, peinlich nicht, aber. Ah, jetzt wollte ich was sagen, dass ich bisschen was ummodeln werde, dass ich vor meinem Intro noch so eine kleine Szene aus der Folge rausschneide, die besonders witzig war oder so. Ich glaube, das ruckelt aber, weil das Gebiet einfach nur so viel Speicher frisst. Speicher. Doch, Arbeitsspeicher. Im Prinzip ist es ja Speicher. Boah, mir ist so warm. Machen wir das Fenster auf. Es ist so warm, obwohl es eigentlich nicht so schönes Wetter heute ist. Aua. Nein. Wenn sie noch ein paar Schweinchen nehmen, abschlachten können. Schweinisch, Schweinisch. Kommt her, meine Kleinen. Boah.